Hallo, liebe Mitreisenden, willkommen zu einer neuen Folge des Fliegenden Teppich. Wir sind inzwischen schon bei Nummer 17 angekommen. Das ist die 9. Folge online. Die Temperaturen ändern sich, die Zeiten ändern sich. Es gibt die ersten Lockerungen. Wir konnten einige Konzerte spielen, Open Air mit den entsprechenden Regeln. Wir sind sehr froh darüber und freuen uns mit euch auf den nächsten Salon. Beate stellt die Künstlerin vor. Ja, mit den Lockerungen ist es in Indien leider noch nicht so weit. Unsere nächste Künstlerin, die ihre Videoperformance am 10. Juni hat, das ist Meghana Sardar Kenjale, wieder eine Drupad-Sängerin. Das Besondere aber eine Frau, weil Drupad war ursprünglich eine Männerdomäne und inzwischen gibt es eine junge Generation Frauen, die das sehr ebenbürtig vortragen können. Genau, es gibt wieder das Problem, dass in Indien noch keine Musiker zusammenkommen können, um zu spielen. Deswegen habe ich heute auch das Instrument dabei, auf was Meghana leider verzichten muss bei ihrer Performance, und das werde ich dann kurz vorstellen. Aber wir können noch eine sehr tolle Sache verkünden, und zwar Meghanas Performance ist die erste, die rein aus Spenden finanziert werden kann. Genau, darüber freuen wir uns, dafür sind wir sehr dankbar. Es gibt inzwischen tolle Ideen, wie wir den fliegenden Teppich weiter fortführen können. Wir haben einige sehr schöne Sachen noch vor der Sommerpause vorbereitet und vielleicht wird die Sommerpause auch mit einem kleinen Sommerfest eingeleitet, das dann aber schon wieder live stattfindet. Aber mehr sei noch nicht verraten. Ja, nochmal zurück zu Meghana Sardar. Als Drupad-Sängerin ist sie seit 15 Jahren unterwegs und hat studiert bei Uday Bawalka, ein großer Drupad-Sänger, von dem wir das erste Mal gehört haben 1999, als wir unsere erste Indienreise nach Baroda hatten, kurze Station in Bombay gemacht haben und ein befreundeter Filmmusiker uns die besten indischen Musiker vorstellen wollte. Und wir hatten damals eine Aufnahme von Uday Bawalka noch auf Kassette damals bekommen. Und jetzt freuen wir uns, dass wir quasi die nächste Generation zu Gast bei uns haben. Und Meghana war eigentlich auch vorgesehen, live zu konzertieren beim Fliegenden Teppich, was leider nicht ging. Aber wir freuen uns sehr, dass sie das jetzt auf diese Weise tut. So, kurz zur Begleittrommel, die jetzt nicht in der Performance zu hören sein wird. Das ist die Pakavach, eine sehr alte indische Trommel, die aus der Mridangam hervorgegangen ist mit kleinen klanglichen Veränderungen. Aber geblieben ist das Phänomen, dass die Bassseite mit Mehlteig bestückt wird, weil das den eigentlichen Basssound überhaupt erst hervorbringt. Auf der rechten Spielseite haben wir etwas, was sich Sihai nennt. Das ist dieser schwarze, fest aufliegende Punkt aus Reismehl und Eisenspänen, soviel ich weiß. Und der macht auch möglich, dass man auf dieser Seite verschiedene Obertöne erzeugen kann. Und es gibt verschiedene Sounds, die hier gespielt werden können. Nachdem man die Trommel gestimmt hat mit einem Hammer, hat man auf der rechten Seite zum Beispiel diese Klänge. Auf der linken Seite. Und die kann man natürlich auch kombiniert spielen. Also es gibt große Bandbreite an Klangkombinationen auf der Trommel. Und wenn man jetzt Drupad begleiten würde, könnte das ungefähr so klingen. Verzichten. Meghana wird eben wieder mit einer App Vorlieb nehmen müssen, aber ich denke, sie singt so wunderbar, es wird euch trotzdem gefallen.
Vielen Dank für euer Feedback nochmal und für die Unterstützung dieses kleinen Salons und der Musiker in dieser Zeit. Wir wurden auch gefragt, was wir so machen. Und ich möchte auf einen kleinen Film verweisen, an dem ich teilnehmen konnte für die Heiligkreuzkirche. Und da werde ich einen kleinen Link jetzt einblenden im Video. Und wer Lust hat, kann da mal schmulen. Ein sehr schöner Flug durch unsere Lieblingskirche, die Heiligkreuzkirche in Berlin, wo wir schon sehr viele sehr schöne große Weltmusikprojekte machen durften. Ja, schaltet ein am 10. Juni, 18 Uhr, zu Meghana Sada Kenchale, Drupad-Gesang aus Indien. Ja, wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, tschüss. Tschüss.